Und wir sind wieder in unserer Interview-Ecke. Ich habe mir jetzt zum Abschluss des Tages Christoph Köhler hier eingeladen. Schön, dass du da bist. Freut mich sehr, hier sein zu dürfen. Du kommst von ZDF Digital hierher, richtig? Richtig, absolut richtig. Was machst du denn genau da bei ZDF Digital? Das ist eine komplexe Frage, die ich versuche komplex zu beantworten. Nein, Quatsch. Ich bin verantwortlich für Konzept und Kreation und für alle digitalen Innovationen bei ZDF Digital. Das ist wirklich ein ganz, ganz breites Feld. Wir sind da auch breit aufgestellt und von daher wird mir nie langweilig. Das entspricht meinem Naturell. Seit wann bist du schon bei ZDF Digital dabei? Ich meine, ich bin seit 4,5 Jahren bei ZDF Digital und das ist ein tatsächlich spannender Ort. Und vorher bin ich immer alle 2 Jahre gewechselt aus beruflicher Sicht, weil mir immer langweilig wurde. Und das ist mir tatsächlich in 4,5 Jahren bisher hier nicht einmal begegnet und passiert. Du hast mir gerade schon ein bisschen erzählt, dass relativ viele Leute bei ZDF Digital sind, ne? Ich habe mir das immer eher so nischig vorgestellt, aber de facto ist es gar nicht so. Nee, der ZDF Digital hat sich in den letzten Jahren stark entwickelt. Wir sind so um die 230 Leute, mit festen Freien sind wir um die 400 tatsächlich. Das ist schon eine große Zahl. Aber wir bilden natürlich auch sehr, sehr viel ab. Wir sagen immer, wir produzieren Inhalte für Social Media, Web und TV. Wir positionieren uns auf dem Begriff Content End-to-End, das heißt wirklich von der strategischen Verortung, auf welchen Kanälen geht welcher Inhalt, auch datenbasiert, bis hin zur Produktion, Planung. Natürlich der Postproduktion, der Distribution, heißt nicht verkaufen, sondern wirklich distribuieren, inklusive Performance Marketing und Performance Management, bis hin dann zur Datenauswertung. Ich nenne es mal Entemotionalisierung von Content, dass man einfach über Daten dann diskutiert und nicht nur über, das war meine Idee, bis hin dann zum Archiv, Metadatenanreicherung etc. Also siehst, da kommen dann schon ein paar Leute zusammen, auch ein paar Kompetenzen zusammen und die wir halt, wie gesagt, in diese Wertschöpfungskette zusammenklinken, sodass wir einfach einen guten Content produzieren können, tatsächlich. Content ist ein gutes Stichwort. Der Content, mit dem wir uns ja hier vor allem befassen, ist Games und sind Videospiele. Wie ist denn ZDF Digital da in der Vergangenheit aufgetreten, beziehungsweise was für eine Relevanz hatte das Medium? Ja, also Gaming ist schon tatsächlich sehr, sehr lange auch ein Thema für uns. Wir sind ja, wie ich es eben gesagt habe, an allen neuen Themen, allen neuen Technologien und allen neuen Kanälen interessiert. Jetzt kann man nicht sagen, dass Gaming ein neues Phänomen ist, aber tatsächlich haben wir für uns, und wir sind sehr nutzerzentriert aufgestellt, ich glaube vor 2,5 Jahren die strategische Entscheidung getroffen, dass wir diesen Markt angehen und dass wir Inhalte eben für die Zielgruppe produzieren. Und dabei ist das keine intellektuelle Diskussion, ist das Sport, nicht Sport. Es gibt eine Zielgruppe, die interessiert sich für diesen Inhalt. Also versuchen wir zu verstehen, was möchte diese Zielgruppe in diesem Inhalt machen. Und da sind wir sehr humble in diese Szene gegangen und haben einfach mal gesagt, wir wissen ganz, ganz wenig. Bis gar nichts. Und das wurde eigentlich gut angenommen. Denn wenn man sich jetzt so die klassischen Broadcaster anguckt, die gehen halt in den Markt und sagen, ja, wir machen 20 Jahre Fernsehen, wir machen Fernsehproduktion, Fußball etc. Ist aber was komplett anderes. Und wir haben halt gesagt, wir gehen da rein und wollen erst mal lernen. Wir haben ganz viele Leute getroffen, wir haben andere Produktionsfirmen getroffen, wir haben uns zusammengeschlossen. Und dann haben wir für uns ein paar strategische Orte definiert, in denen wir wirken können, wo wir wirklich was beitragen können, wo wir nicht ein Durchlauferhitzer sind, sondern wo wir einfach sagen können, mit der Geschichte, die wir haben und den Erfahrungswerten, die wir gesammelt haben, was wir beitragen können. Und das sind eigentlich 3 große Bereiche. Das ist einmal das ganze Thema Medientraining und einfach Medienberatung. Wir sehen, wie die Szene sich professionalisiert. Wir haben Mic-Walls in den letzten Jahren und die Jungs und die Mädchen da vorzubereiten für das Mikrofon, was hochgeht und dann irgendwie on point einen schlüssigen Satz zu sagen und dabei noch Spaß zu haben. Das sehen wir als eine spannende Aufgabe. Das haben wir auch jetzt ein paar Mal gemacht. Ein zweites Thema ist Studio Building, also wirklich produzierbare Inhalte zu machen, auch in einem oftmals begrenzten Kostenrahmen. Und das dritte ist, und das ist eigentlich unsere DNA, nämlich Formatentwicklung. Da haben wir auch schon spannende Sachen jetzt entwickelt. Das ist eine Serie über Talente, die das erste Jahr ihren Profivertrag haben. Es ist ein Doku-Angebot, um Spiele besser zu verstehen bei all den tollen Sachen, die es da auch gibt, die oftmals nicht beleuchtet werden, sehen wir uns da als Brückenbauer. Und viele andere bis hin zu einer Spielshow. Also total spannend und total breit. Bei Profivertrag sprechen wir jetzt über E-Sport, oder was genau meinst du mit Profivertrag? Genau, tatsächlich. Ein Profivertrag in irgendeiner Gaming-Organisation das erste Jahr abgeschlossen haben. Wir haben ja selbst ein Team, das wir beraten und mit dem wir eng zusammenarbeiten. Das ist Team Gamer Legion in Berlin. Und mit denen machen wir das explizit sozusagen im ersten Schritt und viel gelernt und viele tolle Talente da kennengelernt. Und das Besondere ist immer so die Aura eines Profiteams. Also wenn man in Berlin sein kann,
und unser Team da besuchen kann, kann sich da gerne mal einklingeln und da mal vorbeigehen. Das ist echt abgefahren, wie sich das professionalisiert hat mit Ernährungscoaches, mit Fitnesscoaches, mit natürlich Strategiecoaches, keine Frage, Analysten und so. Da geht einfach wirklich eine Aura von aus, die mich nachhaltig beeindruckt hat. Also dieser Spirit, diese Szene ist immens und genial. Das heißt, E-Sport ist ein großes Thema für ZDF Digital, offensichtlich, was ich so durchhöre. E-Sport ist ein Riesenthema für uns, wenn man sich überlegt, dass natürlich diverse Sender Formate einmal in der Woche streamen und im E-Sports du 20 Mal pro Woche streamen kannst, ist es einfach ein extrem anderes Content-Angebot und eine ganz andere Content-Denke und das finden wir spannend. Wir wollen Content in allen Hinsichten verstehen und auch engineeren und dann natürlich aktiv mitgestalten. Was ist denn so die größte Herausforderung überhaupt, erstmal dieses Format an den Platz zu bringen über zum Beispiel E-Sport, was ja noch nicht so verbreitet ist? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also ich weiß nicht, es gibt ziemlich viele Herausforderungen. Das eine ist das Verständnis. Ich habe auf der einen Seite natürlich die Publisher, die immer sagen, ja, wir werden manchmal auch nicht verstanden, wir kriegen keine Sendeplätze. Aber eine Brücke zu bauen, dass man halt auch sowohl die Sender erreicht, als auch die Community. Da sehen wir uns in der Schlüsselposition, eben vermitteln zu können mit Content. Dann gibt es natürlich die Gamer, die per se sagen, das ist mein Spiel. Und wenn es dann zu mainstreamig wird, dann sagt man auch, na, was wollen die ganzen Noobs da? Ähnliches Phänomen gab es damals natürlich mit Football, wo auch irgendwie es keiner verstanden hat. Der Nachbar hat es nicht verstanden, der andere Nachbar hat es nicht verstanden. Und das ist dann ganz, ganz spannend. Man kann es trotzdem gucken. Und wir wollen gern, dass die Leute auch den Erlebnisfakt sehen, einfach nur beim Zugucken. Und den halt auch der Mainstream ermöglichen. Es ist ein tolles Erlebnis, gemeinschaftlich einfach E-Sports zu gucken, wenn man erstmal eintaucht und es verstanden hat. Und die Brücke zu bauen, auch einfach zu erklären oder mal zu sagen, sorry, jetzt mal für die Noobs, wir erklären mal ganz kurz die Spielregeln. Guck mal League of Legends an, wenn du es nicht spielst. Ja. Brauchst du einfach, es ist eine wahnsinnige Lernkurve. Und da sozusagen den Mainstream mit reinzuholen und gemeinsam zu gucken, gemeinsam Erlebnisse zu schaffen, das finden wir hochspannend. Das ist so eines der Herausforderungen. Es gibt viele, viele andere. Ja. Wie sehr sind Großveranstaltungen da relevant? Also wenn ich jetzt dran denke, meine erste Aufeinandertreffen für E-Sport war damals, das darf ich glaube ich hier gar nicht so laut sagen, Dota, was ja quasi der Konkurrent von League of Legends ist, in der Commerzbank Arena Frankfurt, 20.000 Leute sitzen und ich hatte keine Ahnung von dem Spiel, aber das, was du gerade gemeint hast, diese Emotion, die dann da überkocht, das ist schon ein ganz eigenes Ding. Klar, das Gemeinschaftserlebnis ist und bleibt die Königsdisziplin, das ist keine Frage. Corona hat natürlich aber auch gezeigt, klar, dass das Erlebnis, ein dezentrales Erlebnis, auch ein tolles Erlebnis sein kann. E-Sports ist so ein kleiner Gewinner aus dieser Zeit. Also da werden sich ganz andere neue Formate ermöglichen. Natürlich, wie gesagt, zusammenzukommen. Wir wollen zusammen sein als Menschen und gemeinsame Erlebnisse haben. Aber nichtsdestotrotz gibt es, glaube ich, ganz, ganz viele tolle andere Angebote über die digitalen Plattformen. Wie sieht denn die Zukunft so ein bisschen aus? Du hast jetzt das, was ihr bisher gemacht habt, beschrieben. Wie ist denn, gibt es da noch großes Potenzial? Meinst du, ihr seid so am Ende von dem, was so gerade nachgefragt wird, oder ist da noch viel Innovationsspielraum? Es ist ein riesiger Innovationsspielraum. Wir sind gerade am Anfang, glaube ich. Also ich meine, wenn man sich überlegt, dass die meisten Sender immer noch tatsächlich die große Grundsatzdiskussion ist, dass jetzt Sport oder nicht Sport führen. Ich glaube, dass die Potenziale schon gesehen werden, aber man manchmal Ich will das Wort Hilflosigkeit bemühen, vielleicht eine gewisse Hilflosigkeit verspürt, weil man sich vielleicht auch nicht rantraut. Das ist wie bei digitalen Technologien im Allgemeinen. Man muss einfach fragen und gucken, wie kriegt man das Ding on air? Ich glaube, das ist gerade tatsächlich am Anfang. Andere Sender haben es gezeigt. Ich meine, ProSieben experimentiert sehr, sehr viel in dem Bereich. Und da glaube ich, das geht gerade los. Da gibt es jetzt natürlich auch ganz, ganz andere Möglichkeiten, dass man auch klassisch nur für Web-only produzieren kann und nicht mehr nur für den Sender. Da gibt es eine neue Offenheit. Von daher, ich freue mich auf das, was da kommt. Das wird super, super spannend und da wird es hybride Formate geben aus Event-Präsentation und Gaming. Da wird es viele Charity-Angebote geben. Da wird es auch sozusagen eine Transformation geben von diesen klassischen Spielen, die wir heute haben, die sich jeder vorstellen kann. Ja, FIFA. Das Spiel gibt es echt auf dem Rasen, das gibt es auch im Computer, das kann man sich dann auch im Fernsehen angucken. Das gleiche ist natürlich Rennsport, jetzt wird es schon ein bisschen verrückter bei Drones, gibt es ein Spiel, okay, das kann ich mir auch noch vorstellen. Dann die Transformation zu schaffen zu wirklich etwas, was Pure Gaming ist und nicht nur sozusagen die Adaption der realen Welt ins Digitale, da wird es richtig spannend und ich glaube, da werden ganz, ganz viele tolle Dinge passieren.
Siehst du ZDF Digital als so eine Art Vorreiter in der Hinsicht? Das kann ich, glaube ich, nicht behaupten. Wir sehen uns als Enabler, der sozusagen wirklich tatsächlich auch Brücke bauen kann zwischen dem Publisher, wir als Produzent und dem Sender und dem Mainstream, der es verstehbar macht. Ich glaube sozusagen von der Didaktik und vom Storytelling können wir eine spannende Rolle spielen. Aber als Vorreiter, das wäre vermessen, das zu formulieren. Da gibt es ganz andere Player, die da vor vielen Jahren das schon gemacht haben und vor denen ziehe ich einen Hut, dass sie das konsequent durchgezogen haben tatsächlich. Wie sehr ist denn noch so ein Transfer zwischen dem, wir stellen es ins Fernsehen dar und YouTube, Twitch, was du ja auch als Konkurrenz inzwischen auch ansehen musst? Wie sehr muss sich ZDF Digital damit befassen? Also wir sehen es absolut nicht als Konkurrenz. Das sind Plattformen, die erreichen die Menschen mit ganz, ganz hochrelevanten Angeboten, mit super tollen, spannenden Interaktionsmöglichkeiten. Ich sehe das als eine grandiose Synergie, als eine tolle Möglichkeit, auf den Kanälen die Zielgruppe zu erreichen. Ich will da gar nicht irgendwie in Own-Plattform sprechen. Also der Content soll die Zielgruppe finden und die Zielgruppe soll damit Spaß haben. Das ist tatsächlich, das ist meine Philosophie von diesen Themen. Seit wann ist ZDF Digital dabei mit E-Sport? Also ist das ein neues Phänomen? Ist das seit ein paar Jahren schon dabei? Wie gesagt, seit ich meine 2,5 Jahren haben wir die strategische Entscheidung getroffen und das ist, wie gesagt, ja eigentlich, da ist man kein Vorreiter, wenn man vor 2,5 Jahren die strategische Entscheidung getroffen hat. Aber wir haben sozusagen es konsequent verfolgt und auch mit einer eigenen Strategie, die tatsächlich auf die Szene zugeht in einer anderen Möglichkeit und nicht sagt, wir können alles, wir können ein paar Sachen beitragen und wollen das auch gern beitragen. Aber wir haben auch ganz viel zu lernen, aber sowas Produzierbarkeit, Produktion, Formatierung ist, da können wir helfen und das macht dann Spaß. Und da habt ihr auch eine gewisse Autonomie offensichtlich als ZDF Digital. Absolut, kann ich auch nochmal erklären, wir sind Tochterfirma, wir sind eine Produktionseinheit, also wir sind Medienproduktion, wir produzieren Medien, wir haben da eine Unabhängigkeit, wir treffen auch unsere eigenen strategischen Entscheidungen und wollen die auch treffen, weil wir nur durch das Tempo, dass wir diese strategischen Entscheidungen selbst treffen können, natürlich auch relevant sind fürs Öffentlich-Rechtliche. Wunderbar, vielen Dank, dass du hier warst. Es war sehr aufschlussreich, sehr schönes Gespräch, gute Überleitung zu dem, was wir gleich haben werden. An dieser Stelle gerne nochmal ein großes Dankeschön an alle, die hier beteiligt sind. Wir haben riesige Technik im Hintergrund, wir haben Licht, wir haben Sound, das alles gemanagt werden muss. Das heißt, ein großes Dankeschön an alle Beteiligten. Nach wie vor die Information, wir haben alle Videos auf Video on Demand, das heißt dieses Interview, wenn ihr es euch gerne nochmal anschauen möchtet, könnt ihr es euch gerne auf YouTube nochmal anschauen. Wir haben heute Abend hier live ein E-Sport-Turnier, was heute Abend anfängt, League of Legends, wo die Hochschulgruppen gegeneinander antreten. Und jetzt haben wir ein fantastisches Panel, das den Abend abschließen wird vor dem E-Sport zum Thema E-Sport. Und da gebe ich gerne wieder zurück zum Panel, jetzt wieder auf der Moderationsposition. Ben, viel Spaß.